Mein Name ist Daniel Jokesch. Ich bin Karikaturist, Illustrator, Comiczeichner. Ich mache vor allem politische Karikaturen, aber auch unpolitische Illustrationen, Comics, hin und wieder auch Bücher, Plakate. Ja, so verbringe ich zeichnend mein Leben. Manchmal gibt es natürlich diese Momente, wo man irgendeine Meldung liest und dann ist sofort eine Idee da. Aber das sind dann auch schon wirklich die Ereignisse, die aus sich heraus schon sehr skurril sind. Mache viel Tagesaktuelles und da habe ich jetzt nicht sehr viel Zeit zum Überlegen. Also die Ideen, die in der Eile geboren sind, sind oft die besseren. Auch wenn ich es jetzt selber nicht so empfinde, aber man hat dann ja doch Feedback. Also da habe ich schon oft das Erlebnis, dass Sachen, die ganz, ganz geschwind hingefetzt werden, dann eigentlich sogar besser ankommen. Ich habe mit Karikaturen angefangen, habe mich dann im Comic ausprobiert, habe dann sogar mal so eine Art Graphic Novel gemacht. Ein Buch zum Beispiel, das waren die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Da habe ich einzelne Szenen herausgenommen und habe so kleine Comic-Strips draus gemacht. Anderes Buch, das ich gemacht habe, hat Comic-Biografie über Otto Wanz, aber eine der etwas anderen Art. Ich habe ihn eigentlich als Literaten dargestellt in dem Comic, dessen großer Traum es war, Telefonbücher zu schreiben, und das hat er dann nicht geschafft und dann hat er angefangen, sie zu zerreißen. Kinderbuch habe ich einmal gemacht, wo ich kindgerecht das Thema Korruption behandelt habe. Dass es wirklich von allen gleich lustig empfunden wird, kann man nicht vorausplanen. Das, was man eher vorausplanen sollte, ist, dass es von allen auch verstanden werden kann.